Hallo, mein Name ist Ali Eckert. Ich bin einer der beiden Regisseure von Video Kings. Also wir sind ja ein Spitzenteam. Aber der Laden läuft halt nicht richtig. Da geht es auch um eine eigentlich eine Kiez-Videothek, eine Komödie. Und deswegen erzähle ich euch ein bisschen mal was zu meinen Hits und Shits von Kinofilmen. So, ja, haben wir gleich eine der Top-Shits. Hier, Grease. Gleiche Kategorie wie Saturday Night Fever. Boah, es war so späte 70er. Ich habe den richtig gehasst. Richtig gehasst. Ich habe Travolta gehasst. War so die alte Punkrock-Phase. Da hat man ja wirklich nochmal richtige Hassfilme gehabt. Und ein Knaller, was dieser Typ dann auch anschließend gemacht hat, wie Tarantino den auch wiederbelebt hat. Aber großer Scheißfilm. Mal mitkommen. Ist gar nicht so furchtbar bekannt. Orange County. Total genial. Fängt auch schon mit einem super geilen Song von Social Distortion an. Ist eine super witzige Komödie. Jack Black spielt auch eigentlich so den Sidekick, der einfach grandios ist. Das muss man einfach sehen. Und das Witzige daran ist, jeder, der irgendwie die Ostsee, die Westküste kennt, sieht ja immer so ein Ding wie so ein Paradies, Orange County. Jeder möchte da leben. Und das geile Setup an diesem Film ist, das ist ein Typ, ein bisschen nerdy Typ, den man da sehr schnell mag. Der will da unbedingt weg. Und er kommt nicht weg. Geiles Setup, cooler Film, unbedingt angucken. Orange County. Auch eine Komödie. Mord und Margaritas, auch nicht vielleicht so der richtige Kino- oder DVD-Knaller, im Sinne von nicht so häufig ausgeliehen, aber ganz großer Film, ganz kleiner Film, trotzdem ganz groß. Vor allen Dingen, man muss einfach Pierce Brosnan in dieser Rolle sehen, der spielt mal so einen abgefuckten und nicht mehr so einen gestylten, geleckten Typen. Und allein schon die Opening-Szene mit Pierce Brosnan ist wirklich ein totaler Knaller. Auflösung lässt dann vielleicht hinten ein bisschen zu wünschen übrig, bleibt trotzdem wirklich ein super Film, vor allen Dingen ein riesen DVD-Kracher, macht sau Spaß. Mord und Margaritas, merken. Definitiv kein Greatest Hits-Film, aber sehr ärgerlich. Open Water, eigentlich ein Kultfilm, hat einen mega geilen Setup, hat eigentlich so einen Pitch. Ich meine, dieser Pitch ist unschlagbar. Das Ding ist ein Welterfolg geworden, weil es so eine geile Grundidee ist. Und weil es auch so eine geile Grundidee ist, finde ich, ist es total verzockt. Die haben einfach es wirklich verspielt und ich glaube nicht, dass es eine Geldfrage war. Die haben ein total langweiliges Opening. Die haben den eigentlichen Höhepunkt so kurz auch erzählt und so, wie ich finde, schwach erzählt. Da hätte man so viel mehr draus machen können, weil es so eine geile Idee ist, dass ich ihn deswegen ärgerlich fand. Christopher Nolan, Memento, sehr geiler Film. Weiß gar nicht mehr warum. Egal. City of God. Puh, echt absoluter Wahnsinn. So wahnsinnig realistisch, wenn man natürlich die Hintergründe von dem Film kennt, weiß man auch warum. Das ist ja auch wirklich dann dort irgendwie gedreht worden, abgesegnet und ich glaube quasi als Schirmherrschaft, nennen wir es jetzt mal so, als Autor hat wohl einer dieser großen, nennen wir es mal, Paten aus diesen Slums hat das ja dann auch abgesegnet und hat seine Gang quasi auch sozusagen der Crew die Permission gegeben, die Erlaubnis gegeben, dass sie dort drehen durften. Deswegen ist er so furchtbar authentisch und super geil auch einfach erzählt. Einfach toll filmisch erzählt. Soweit ich weiß, ist das der Regisseur vorher ein großer internationaler Werbeclip-Regisseur, hat dann seinen ersten Film hier mitgemacht und man sieht einfach seinen Umgang mit Kamera, mit Erzählstruktur macht er echt super geil. Ich bin echt kein Eminem-Fan. Ich habe nichts gegen ihn, aber ich bin kein großer Hip-Hopper. Hab jetzt 8 Mile, hab nicht so furchtbar viel erwartet, war total geplättet. Geplättet von seiner Schauspielkunst, geplättet von diesem Film. Man muss überhaupt nicht in dieser Musik zu Hause sein. Dieser Film, der haut einen wirklich um, der ist so authentisch auch erzählt. Also ganz groß. Und wie heißt der Hansen, glaube ich, der Regisseur? Genau. Curtis Hansen, super Typ, echt. Jo, moinsen. Mehr Filme, die ich mag und nicht mag, quasi die Greatest Hits and Shits, findet ihr unter moviepilot.de. Bis dann.